Eine TK-Pizza habe ich mir geholt, weil die werde ich nachher snacken, denke ich mal. TK-Pizza, weißt du, was ich nachher snacke? Also ich würde sagen, wir spielen zwei Runden, so bis um 12 sogar spielen wir, würde ich sagen, dann machen wir einen kurzen Break auf jeden Fall. Und wo ich Hund fahre, ich fahre 5 Minuten hin, Drive-In, hol mir Spicy Nuggets heute. Oh ja, Gönnung. Ich zieh Fünf durch heute, Minuten ich hol mir die Drive-In mit. Spicy Nuggets. Mach mal bitte IRL-Stream mit deinem Handy. Ja, wie ich da hinfahre oder wie, auf jeden. Ja, dann gehst du so an so McDrive und dann fängst du an zu rappen. Ich will die Nee, Spicy Nuggets. das ist dann, Geil ach so, ja, Nuggets. ich muss gerade an Tanzverbot denken, wenn der immer in Drive-In gefahren ist. Aber so ein Rappen könnte ich auch machen. Ich bin der Paul, ich will sie for free. Ich will sie for free. Dafür tue ich hier promoten, Genau, machst du Werbung für Meckes. ey. Ja, ich habe, es gibt ja so einen Gutschein momentan für 4,99, ein 20er. Morgen, Mighty. Mighty, Enchanted, I'm hallo. sure. Hallo Then the feat Lipimdoll, of wäre nächste Runde magic dabei. Jo, is gerne. complete. Wir machen halt jetzt erstmal am Morgen nur zwei Runden, die und nächste Runde. Dann würde ich sagen, kurz Mittagessenpause und danach. Wann bist du? Ich weiß ja nicht. Ich will auch noch ein paar Videos zwischendrin eigentlich schneiden, ein, zwei Stück. Ich bin noch gar nicht, ich weiß noch gar nicht, wie ich das nachher machen soll. Von der Zeit her, weißt du, wie ich meine, Jordan? Ich weiß Weiß, halt nicht, ab wann ich meinst ja. weiß. Hä? Hui Jung, ach keine Ahnung, wie er heißt. Irgendwann, what time in Germany now? 10 a.m. Yes. AM mit in the Nathan immer morning. morgen. AM ist am Morgen. Sorry, du wolltest gerade was erzählen und dann hab ich versucht, Englisch zu denken. Was wolltest du erzählen? Ich wollte sagen, dass 16 Uhr in Vietnam gerade ist, immer 6 Stunden hinterher. Nee, was ich erzählen wollte, Ah. ich weiß noch nicht, wie ich es halt machen so will, ob ich, also ich weiß noch nicht, wann wir wieder weiter streamen, dann wollte ich sagen. Das wollte ich eigentlich im Endeffekt sagen. Weil ich will dann Morgen nachher hast du dann gar keine erstmal in Zeit, Ruhe ne? Mittag. Morgen habe ich nicht frei. Nee, ich habe jetzt dann. Ich habe nächste Woche habe ich viel frei und jetzt habe ich aber die nächsten 5 Tage muss ich aber durcharbeiten. Ne? My spirit returns to Aber ich will flesh. auf jeden Fall nachher kurz Mittagessen in Ruhe und ich will halt auch noch ein, zwei Sachen kurz schneiden, weil sonst wird mein Speicherplatz immer zu eng, damit ich halt nochmal die neuen Streams wieder aufnehmen kann währenddessen. Voll der Ja. Struggle. I'm Rizrak. Der Don't touch Struggle me. ist real. Ja. Aber ich weiß es noch nicht genau, wie ich es dann am Schluss mache. Ich weiß nicht, wie lange brauchst du, also wie lange willst du nachher dann Pause Also, machen? auch für meine Pizza 30 Minuten. Es war so klar, dass du nur so ganz kurz hier so, ja, 30 Minuten, dann können wir weiter streamen. Also, ich habe die ganze Zeit, ich freue mich auf die Zeit, wo ich Freunde freie Zeit habe und einfach nur zocken kann. Ja, ich glaube, ich tue dann einfach, bevor ich zu Meckes fahre, tue ich kurz das Ding schon mal schneiden, damit ich dann schon mal, weil ich habe einen Stream noch in 3 Stunden von gestern, wo ich halt ein Video davon nehmen kann. Und also das war diese Schamanenrunde und dann schneide ich die raus und dann kann ich den restlichen Stream halt löschen auf meiner Festplatte, weil ich nicht wieder Speicherplatz mehr habe. Und dann den Rest schneide ich einfach am Abend dann. Also glaube ich auch, dass ich so eine Stunde Pause mache, würde ich sagen, machen wir dann nachher. Das ist ein guter Plan. Morphling, mach mal hier deine Arbeit bitte. Dr. Klinker. Sweat to Dann muss ich victory. noch zu 5 Minuten, zu Max 5 Minuten hin. Verzichten wir auf das hier direkt. Master of Beasts. Knight in blackest armor. Gab's nicht Disruptor? Nee. Keinen Disruptor. Enigma, machen wir da Vorlogs gehen. Warlock. Sollte man das nicht nochmal überdenken mit der Freundin Jordan? Was hat man, was musst du überdenken? Ach so, freundfreie Zeit oder wie? Ja, das hat nichts mit meiner damit zu tun, dass ich es nicht mag oder so, Mighty. Nein! Es geht einfach nur darum, dass es dann für mich mal entspannt ist, wenn du den ganzen Tag, also wenn du nicht immer jeden Tag mit deiner Freundin zu tun hast und du einfach mal einen Tag frei hast. Weißt du so, Anführungszeichen frei. Frei, Freundin frei. Ich habe auch den ganzen Tag mit meiner Frau zu tun. Habe ich gerade arbeiten. Deswegen muss ich leider ohne meine Frau gerade was machen. Muss leider kein Geld verdienen. Na, die geht ja locker 20, 30 Euro jeden Tag. Ohne Witz. Ist keine Schnitte. Trees are not so good with motion, you know.
Ich muss auf jeden Fall. Kann ich den was? Oh, heute habe ich mal ein bisschen Dev-Zeug mitgenommen. Verstehe ich schon, sagt er. Gut, dass du es verstehst. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie viele Leute morgen online sind. Scheiße, ich habe gerade den Goblin-Bonus aufgegeben. Idiot. Ich habe heute auf 14 Uhr, ich habe heute Morgen schon kurz fertig gemacht, bevor ich ins Rathaus gegangen bin. Habe ich hochgeladen auf 14 Uhr dieses das Video, wo ich quasi im Stream letztes Mal auf die alten Videos reagiert habe, quasi. Habe ich hochgeladen. Da muss ich nur angucken. Ach, warst du gleich dabei, oder? Nee. Bin ich mal gespannt, wie das ankommt. Also React, das war das erste Mal, dass ich so React-mäßig hochgeladen habe, glaube ich. Lol, hallo YouTube. Papa Arafat. Enchanted, I'm sure. Ich glaube, hallo Twitch trifft's fast besser. Ach man, jetzt muss ich den Charmschuss noch rausstehen lassen, gerade. Pein würde ich mal nehmen. Head for the quarry! Ich weiß echt noch nicht so ganz, auf was ich gehen soll, die Runde. Ich auch noch nicht. Ich hätte eigentlich relativ gut Assassins gehen können, merke ich gerade. Und jetzt habe ich sie alle schon gelöscht. Ja, es tut immer weh, dass wenn man es liegen lassen hat die ganze Zeit dann. Chiller ist aufgestanden gerade. Purer Zufall. Aber Chiller bist doch immer jedes Mal bis um 5 Uhr nachts wach oder so, oder? Hast du mal gesagt. Das morgens der Delay nicht so groß ist. Ja, das kann natürlich sein. Da wird halt wahrscheinlich die Leitung generell halt... Auch hier, weil die Leitung wird immer von mehreren Haushalten dann benutzt, wird die halt weniger von den anderen benutzt, weil die alle arbeiten sind. Ich arbeite doch nicht, ich meine, Stream ist meine Arbeit. Habe ich verloren, unangenehm. Als ob? Ich passe schon tanky auf Level 1 mit Orks, einfach 1000 HP plus Heal plus Schild und so, ist dann schon tanky am Schluss. Und ich habe zweimal den Wolf gespawnt dadurch. Also, brr. Chiller war bis 1 bei einem Stream dabei. Guckst du etwa andere Streams auch noch, oder wie? Seine Frechheit. Das ist natürlich enttäuschend. Are you ready to rubble? Das ist schon echt frech. Ich muss jetzt leveln. Icon 2, alles klar, okay. Creative Man. Warum war das das hier? Der ist ein kreativer Typ auf jeden Fall. In green, I go. Ah, ich glaube gerade, dass vielleicht das gar nicht so schlecht wäre, wenn ich auf Oga gehen würde. Ich habe schon Fugion jetzt, also ich habe schon gut Druiden. Auf den Undying Quatsch. Er zieht jedes Mal die Unit weg, die eh schon fast tot ist. Boah, ich bin noch voll in so einem Halbschlafmodus. Ja, das ist natürlich nochmal gut. Ich hab gleich vor Level 3 noch einen Fugion. Oh, das ist schon eklig dann. Und ich habe auch noch eine Crown mitgenommen, die Beastmaster gerade hat. Oh, Furion größer als die Ench? Wenn ja, wenn du kein Beast. Ja, und der hat auch sein Leben einfach mehr in den Spawn rausbekommt. Und der hat 2 Rüstungen mehr. Habe ich auch geguckt, witzigerweise. Rüstung 80, normal nie, aber habe ich auch gerade drauf geschaut. Der hat 4 und der hatte 2, ne? Ohne drauf zu klicken. Ja, Mann. Brewmaster 2. Oh, ich spiel gegen den nicen Liken leider. Oh nein, Pat hat natürlich noch auf den Hook geschafft. Ätzend. Alter, Creative Man ist echt schon richtig strong. Komm, ich brauch den Spawn nochmal, nein.
Quatsch, komm. Nein, Mann, der hier wäre noch cool gewesen. Das wäre jetzt mit dem hier gerade. Ach, wobei es ein 2 Level 2 kommt, hat eh nicht gereicht. Papa Arafat regelt. Aber ich hab ihn unentschieden, das ist gut. Arafat, Alter. Ist der nicht jetzt, kommt er nicht in den Knast oder so jetzt? Ah, die sind ja gerade da, so vor Gericht und so alles. Gucken, was da so passiert. Sind da gerade am Regeln. Genau. Klären das gerade untereinander. Versuchen sie jedenfalls. My quiver and bow are ready. Die da irgendwas regeln, ist die andere Frage. Ja, ich weiß auch nicht. Aber Bushido ist ein Nebenkläger, glaube ich, nur, oder? Ja, also es sind genug Leute, die ihn anklagen, ja. Genug Leute am Start. Oh, ich soll den Lion vielleicht mitnehmen, falls ich für Wizards, für zum Hochleveln von Dream brauche. Richtig. Das ist clever. Aber wenn ich jetzt gerade Early ziehe, ja genau, weil ich erstmal den LD ziehe, 10, 20 Jahren irgendwann. Ich mach ja die absolute Losing Streak. Schauen mal was anderes. Der Stun kann perfekt. Brauche ich den Patch bitte einmal. Bam, 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 bam. Oh, wir können übrigens gleich mal einen Kurier öffnen, Leute. Alter, die Trieren bekomme ich halt auch echt hoch gelevelt. Der Kriegerbonus ist der Ork-Bonus. Trieren größer als Furion allerdings. Ich mach so Mathe-Gleichung. Lass mal einen Kurier öffnen. Was zieh ich für einen Kurier, Sean? Was sagst du? Einen grauen. Oh, sag doch sowas nicht. Jetzt zieh ich einen Legendary aus Prinzip. Das wäre doch gut. Das wäre so Karma, weil ich es gesagt habe. Ja, Karma, weil ich gesagt habe, dass ich einen Legendary ziehe, habe ich eine scheiß Qualle gezogen. Alter, Qualle, das ist eine Qualle. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Der Jellyfish. That's way better. Yep. Leute, was sollen wir hier mitnehmen? Ja, ohne Witz kommt echt immer nur Bullshit. Nehme ich einmal was für Mana hier mit. Den Blinkdagger macht danach überhaupt irgendwo Sinn in meinem Team. Und nehmen wir den Chevalin mit. Ich glaube den Chevalin, oder? Ach scheiße, ich könnte mal ein Dings rausstellen. Ein Dazzle. Dazzle. Ein Dazzle, das wäre natürlich gut, wenn du Losing Streak spielst. Also ich will eigentlich Losing Streak spielen, ich will schon gewinnen, aber es wird nicht. Ja, aber hast du eine Losing Streak gerade? Ja, plus 2. Ja, dann würde ich die jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Guck mal, hier hättest du jetzt weniger Schaden bekommen, wahrscheinlich wenn du Dazzle drauf gehabt hättest. Okay, also safe halt auch sogar. Guck mal, der Spawn nochmal. Oh mein Gott, ist das frech, Alter. Dann wärst du irgendwie so 5 Schaden gewesen. Ja, ja, es war schon vorbei und dann kommt nochmal der Furion. Ach man, ich könnte natürlich auch irgendwie versuchen. Aber bei Warlock sehe ich mich gerade nicht die Runde. Ich gebe alles ihm, weil ich will, dass er zweimal spawnt. Lass die Warlocks liegen. Er will Warlocks gehen auch. Das verstehe ich dann natürlich. Der sein scheiß Rubik hat halt Chuggernaut Ult noch dazu. Oh, der erste hat verloren gegen Marty. Ich sehe Paul Irbayak hier. 11 mit Wizards würde ich gerne sehen.
Die Elfen mit Wizards sind echt OP. Die muss ich echt lernen, die Elfen mit Wizards. Die sind so OP. Also, die kann man mal mitnehmen. Die OP-Elf. Also ich hab Runde 3 Legion gezogen, ich habe Belief, ich eine mehr gesehen. Wie hast du noch gesehen? Du hast schon eine gezogen, oder wie? Ich habe Runde 3 die Legion gesehen. Ach so, okay. Und dachte mir so, ja, das war eine gute Legion. Ja. Ja, oder gar nichts. Kiers raushauen und rollen jetzt dann. Wenn die mit den Items jetzt auf 2 kommen noch early, bist du echt noch stark. Und money-mäßig bist du halt echt richtig am Stillo. Gibt nichts zu lernen. Gehst 3 Wizards, 1 Demon und 2 Elfen. Brauche ich dann nicht 3 Elfen? Oder reichen 2 Elfen? Also kaufe ich den Baum und noch irgendwas anderes und dann halt noch. Du brauchst 3 Elfen. Aber Soulburner schreibt, ich brauche 2 Elfen. Tja, du hast recht, aber wieso hört man die? 11 schreibt er halt, deswegen. Was hört man? Welle Shisha. Achso, ich hab gar nicht gehört. Ich habe auch nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich sein soll. Ist doch besser so. Das hat sich einfach so getrunken, ist auch besser so. Man hört es an deiner Stimme. Ja, stimmt, wenn ich ausatme. Ja, dann rede ich immer so. Ja. Ich überlege gerade, ob der Chen irgendwie Sinn macht. Ich meine, wir könnten early auf 4 Orks gehen oder auch. Ich bin gerade die erste Runde gerade hier noch, bin ich voll unkonzentriert irgendwie im Moment. Da habe ich zweimal Doom gezogen, was extrem lucky ist, aber auf der einen Seite voll teuer, wenn ich bis ich den irgendwann hochzüber habe. Dauert ja noch 100 Jahre wahrscheinlich. 13 Damage, oh mein Gott, bei mir sieht es gar nicht. Und ich krieg ein Fantango wieder. Fantango? Tango Mango. Leute, jetzt hab ich den Papa Arfad easy besiegt, aber er hat keine Streak mehr gehabt. Alter, einfach 12 Gold in Runde 14 ist schon echt wenig. Ja, kommst du aber schnell wieder hoch. Ja, das muss ich jetzt auch alles mitnehmen. Den größten Platzstruggle des Todes einfach hat. Ich mach auf den Baum verzichten. A wolf in man's clothing. So Leute, nehme ich jetzt eine Ex mit? No! Ich glaube, ich schaff die Runde nicht. Müsste eigentlich schaffen. Keinen Schicken rausbekommen. Last night I watched the stream, the match you play 2-4 Beast plus Arki and Ogre match are so strong. Yes, it was. Nee, schaffe ich nicht. Ist natürlich bitter. Dezent. Dezent. Ist halt der Beast-Bonus noch? Ist der worth it? Ist die Frage. Ja, ist auch ein bisschen stark geworden, der Boy.
Mann, natürlich müssen die Wölfe noch rauskommen. Oh, das könnten sie schaffen, mein Hawk ist stärker als die Wölfe. Schauen, aber lange muss man weggehen von Losing Streak, ne? Also lange geht es nicht mehr gut. Da hast du recht. Juggernaut stands ready. Ach man, ich weiß nicht, wie ich spielen soll. Jetzt habe ich halt 4 Orks. Die Frage ist, spiele ich die Dings noch überhaupt? Die Ogre. Oder spiele ich mit den 4 Orks und versuche einen krassen Doom zu bauen oder so dazu. Oder die Krieger vielleicht oder sowas. Ich entscheide mich mal gegen die Ogre dieses Mal. Oh, gegen die Ogre. Dann Humans ausschließen, dann, wenn ich Leiden gezogen habe. Wobei Kunkka wäre auch noch stark. Zwei Level für die zwei noch erstmal gehen. Ich habe schon ewig keine 6er Dinge mehr verprügelt, 6er Krieger, wenn ich ehrlich bin. 4er Orks mit 6er Kriegern. Hört sich auch nicht schlecht an. Ist viel Leben, wenn ich den Doom gut hochpack mit Items, allem, dem alles Mögliche reingebe. Ich könnte dann auch Akias ausschließen, einfach gleich. Du bist echt eklig, ey. Danke. Bitte. Das ist mir wie immer eine Ehre. Mega Kill. Oh, ich hab eine Winning Streak. Komm, gönn's mal ein Doom-Game. Einfach hier ein Doom irgendwo. Das ist leider wieder mal keine Gönnung. Ich markiere es einfach raus. Ich gehe nicht mehr auf sowas. Das war halt ein sehr teurer Anfang. Auf dem Bild hat Shen eine Glatze und keinen Hut auf und auf dem in echt hat Shen halt so ein komisches Hütchen auf. Ich hoffe, ich halte dich. Klar muss ich gegen dich. Aber nichts hochgelevelt oder so. Ja, Doppel Doom drauf, ey. Ja, du, das ist ja auch mal. Man muss ja manchmal auch einen Doppel Doom stellen. Und noch ein Doom gespawnt. 3 Dooms auf dem Feld. Die gönnen sich halt einfach. Ich würde sagen, das Doom gelaufen, aber sieht gar nicht gut aus für dich, oder? Ah, wobei. Das Schlimme ist, ich habe ein Ding nochmal spawnt. Jen und nochmal der Beastmaster. Das ist halt ekelhaft. Da, wo du es gesagt hast. Ich hab ja das Timing gesehen. Da haben beide noch 2 Sekunden drauf, wie ich es gesagt habe. Doom gelaufen, da lacht der Soulburner. Ja, hast wieder Premium-Content hier am Start. der Kunker war, den wollte ich auf jeden Fall auch noch spielen. Lohnt es sich schon? Nee, ein Tiny ist noch besser als Kunkka auf 2. Ich könnte einen Doom rausnehmen für das Schiff, aber eigentlich. Und jetzt kommt wieder die Entspannungsglocke. Alter. Hey, hier kann erst keine Eskalation nehmen, bitte. Wie viel. Also ich spiele jetzt die Karten noch, bis sie Level 30 ist. Und dann spiele ich ja was anderes mal wieder irgendwann. Oh, ich hätte die Aufstellung vielleicht noch switchen sollen.
Ja, stimmt, Mentalist. Ich komme das auch im Stapisch erstmal und das finde ich auch krass, wenn man das so spielt mit den Elfen und dann noch diesen Fünffachtum bekommt. Durch den Grimmsthrall, das ist echt übel. Master of Beasts. You can't keep a demon down. Ich bin mal gespannt, ob ich immer noch einen Vanguard irgendwie überhaupt bekomme. Ich überlege gerade, wie ich noch ein Sven in das Team bekomme, Jungs, am ehesten. Da bräuchte ich halt extrem viel Platz für. Wenn ich einen Sven nachher noch spielen will. Gut ist, ich habe sein Shadowfiend gedoomt. Schlecht ist, er ist nicht mehr gedoomt jetzt. Oh, ich habe noch einmal gedoomt. Alter, die ganzen Dooms sind halt schon stark. Aus den Doom Armee auf. Ja, ohne Witz, ich habe so viele Dooms gehabt, und ich überlege gerade, ob Dooms besser sind, als wenn ich einen Level 2er Doom stelle, wenn ich einfach zwei einzelne Dooms stelle. Ob das vielleicht sogar stärker ist. Okay, ich gehe mal nicht da drauf jetzt. Jetzt muss ich einen Doom wieder runter für den Beast Bonus leider. Ich hoffe, ich kann die Streak jetzt noch die Runde halten. Da wird erstmal gerollt. Was ist mit Marty? Er geht auf die Humans. Das sieht schlecht. Ich weiß nicht. Ich werde einfach Tanky des Todes. Schaffen wir das gegen den einen Mars in meinem Feld? Ne, den bekommen die glaube ich nicht da. Oh, wow, der Doom nochmal drauf. Okay, schaffen die. Nice, gib mir die Kohle. The Dusk is always ready. Juggernaut stands ready. Master of Beasts. Axe grows stronger. Ich hätte es mal gerne einer von meinen starken Units hochgezogen. Sharper I bite. Time to shove off. Hauptsache 20. Pärchen. Uiuiui. Ich esse heute erstmal meine was? Was ist denn? Okay, ich beide jetzt lieber nicht ausstellen, ich weiß nicht, was es ist. Hier ist nachher Spicy Nuggets, Leute. Ich gönne mir nachher das erste Mal die Spicy Nuggets. Oh, bist du stark geworden schon? Ein bisschen stärker, ja. Ich hab jetzt die 6 Knight. Ah, der Dragon Knight ist halt übel krass. Jetzt klaut er mir die Streak, ey. Ich glaub's nicht. Gerade wo ich alles runtergelevelt habe, gerollt habe, ist das ärgerlich. Das sind 15 oder so, glaube ich, oder? Nein, nicht 15, wahrscheinlich 10. 8. Ach, wieso kommt denn kein Upgrade? Master of Beasts. Walrus Punch. Schlechtes Agro, das hätte kommen können. Komm, wir tauschen ihn schon mal aus jetzt.
Selber gemachtes Baguette. Tschüss Mighty, viel Spaß noch. Danke fürs dabei sein. Die Leute sind aber generell alle stärker geworden. Jo, die sind alle echt nicht schlecht. Na gut, dann habe ich lieber gegen dich die Sieg verloren als gegen den Arafat. Der Arafat wollte nämlich auch schon wieder hier seine Schulden eintreiben. Und mich mit dem Stuhl bedrohen. Nein, wir müssen da ein bisschen chillen heute. Wer zahlt so Schutzgeld? Aber chill, ich weiß immer noch nicht, was das ist, was du jetzt da isch. Was ist denn Kitsche Lorraine? Schon auf dem zweiten Ding. Irgendwas mit Lachs oder wie? Sieht aus wie Zwiebelkuchen. Oh, sieht aber richtig geil aus. Das sieht richtig lecker aus. Kitsch Lorraine. All enemies fall at the whim of my blood. The dusk is always ready for a bite. Thanks. Sollen wir das Ausweichen mitnehmen, Leute, oder den Mithrilhammer? Aber das Ausweichen nehmen wir fast schon Butterfly dann zusammen. Dann mal das Ausweichen und geben das ihm erstmal so lang rein. Ich war ein bisschen konzentriert schon. Achso, ja, ja. Schon so voll leise die ganze Zeit. Oh, Kunga gespawnt, das ist angenehm. Ich liebe es, Units zu spawnen, in die gute Ult haben, dann direkt ulten mit Chen. Ja, immerhin kill ich alles aus der Terrorblade weg. Terrorblade mache ich auch noch, weil ganz gut läuft. Im Schiff jetzt? Ja. Angenehm, man kann sich unterhalten. Gab sogar den Huska. Ja, aber es gibt kein Troll mehr, deswegen. Okay, jetzt roll ich ein bisschen runter. A wolf in man's clothing. Juggernaut stands ready. Ja, okay, das muss reichen. The Inferno blazes. Thai mit Creme Fraiche, Schinken und Käse mit einer Form gebacken. Ja, es ist auch wie Flammkuchen ein bisschen. Aber ich weiß jetzt schon, dass es mir schmecken würde. Wenn ich mir das alles so anhöre und so, wird mir auf jeden Fall schmecken. Wir haben jetzt, dass wir jetzt aber Doom in einem Eier hochleveln müssen, obwohl wir vier ausgeschlossen haben und zwei Dooms gefühlt in Runde. Ich werde noch in Runde 12, wo sagen wir die zwei Dooms oder Runde 13. Ich habe am Anfang mal Lack und nachher wird es dafür umso unluckiger. Aber stark ist er jetzt halt. Ah, der Doom ist schon eklig. Oh, ich kill sogar einen, das heißt, wir bekommen nochmal Bonuskohle. Komm. War zwei rausgeflogen. Krieg gar nichts, nur Items. Step live, Master of Beasts. Ich muss es mal kurz hier. Das war vielleicht dumm sogar, was ich gerade gemacht habe. Das war vielleicht sogar dumm. Weil ich muss zweimal runternehmen nachher für das Ding. Oh, scheiße.
Wobei ich keine Runde. Ich muss eine Runde, Leute, erinnere mich dran, Runde 30 oder 29. Also Runde 30 eigentlich einmal runterzunehmen davor. Damit ich noch ein zweites Mal Doom runternehmen kann, bitte. Für die Items, damit ich das bauen kann. Wo ist mich gespannt, wie ich gegen Jorn inzwischen ankomme. Ah, richtig krass gerade, weil ich einen Fehler gemacht habe. Oh, bin ich raus? Dort steht noch Dings. Du sollst nichts Dummes machen. Ja, ich bin da aber Experte drin, was soll ich sagen? Alter, das ist natürlich einfach die Gönnung des Todes hier. Leute, ich sehe bei dem Team eigentlich gerade fast einfach Rowan auf Level 3er gehen, oder? Am ehesten. Wie wären die Chancen denn für einen Doom, wenn ich nochmal... Ja, wenn ich halt umso höher ich komme, umso bessere Chancen habe ich Dooms zu ziehen. Wenn es auf die Schnelle ist, Chen und er halt. Ausgehauen, aber direkt mit 20% runter. In green, I go. Enchanted, I'm sure. Time. A wolf in man's clothing. Oh, jetzt runternehmen. Ich hätte es echt vergessen, ohne Witz, Leute. Auf jeden Fall an der Seite. Ich komme nächste Runde von Ding dann wieder übernehmen. Mal gucken, was wir bauen. Butterfly oder hier Vanguard. Butterfly oder Vanguard Butterfly, oder? Ja, Butterfly. Oh je, warte mal, ich hab Space Problems. Hallo? A wolf in man's clothing. Triple kill! Triple kill! Aber dein Klinger ist ein bisschen frech. Jetzt krieg ich hier abgehen, der Junge. Item stresst, man kennt's. Ja, Mann. Moinsen, hallo Patrick. Wir kämpfen hier noch. Ach, du kämpfst immer noch gegen den einen. Ach nee, ich bin das. Damnation rises. So, wir haben noch ein bisschen Platz in dem Doom drin. Thanks.
glaube, das Doom war's jetzt leider böse. Für mich. Ja, mein Doom ist auch böse jetzt. Jo, das war's. Sorry. Tut mir leid. Mein Eagle Song. Korea Unboxing, let's go. Den Frosch bekommen. Den Frosch? Läuft bei dir, finde ich noch schlimmer als die Qualle. Da war der Husker jetzt noch. Damnation rises. Komm. Divinely given. Lol, wie die Ergebnisse sich unterscheiden auf beiden. Auf seinem Feld verliere ich übel hart. Auf meinem Feld sieht es echt gut aus für mich. BKB ist nachher noch Gold wert für Doom. Können jetzt auch fast auf 9er Warrior gehen, ne? Ja, da müsste ich aber die Dings unterstellen. Die Orks. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich schiebe den Enigma, glaube ich, noch gerade gegen ihn. Die Frage stelle ich den Enigma jetzt schon. Hat er die Items, der Husker? Na, ich muss nochmal hochspringen, ich muss noch ein Level auf jeden Fall gehen. Ich glaube, den Kunker könnte ich dann das wieder wegnehmen, das den Decken. Wie ich den schon immer noch nicht hochgelevelt habe. Schnell auf den 3. Er klappt meinen Mana komplett, aber das kam trotzdem raus, die Ult. Das ist natürlich hart, jetzt gerade gesehen auf meinem Feld. Wurde gerade dezent deleted. Und der 30. Ja, ich sollte vielleicht aus dem Double die Mass of Madness wegnehmen in der nächsten Runde. Oh, wäre natürlich auch grandios, wenn ich BKB drauf hätte oder wenn ich halt Dings bauen könnte. Satanic wäre halt noch krasser, glaube ich, fast. Satanic wäre gut, ja. Dann würde er. Wir müssen nur einen Shadowfiend Doom. Absolut Mut, mir nicht mal wegzukaufen. Ja, stimmt, das ist ja nochmal ein Bonus sogar. Nice. Thanks. Das ist da auch nicht, das kann Doom den Doom auch schneller raushauen. Bitte, er hat's nicht geschafft. Ich finde das okay. A wolf in man's clothing. Sven, ja oder nein? Ich kann nichts ändern an meinem Team eigentlich. Sven macht leider keinen Sinn. Ich mache meinen Doom damit eher schwächer, glaube ich. Void made flesh. Oh, da. Ja, musste halt. Ja, den Shadowfiend ist gedoomt, das ist sehr gut. Husker. Ich gehe nicht mehr auf den Husker, ich will jetzt einfach den Doom noch irgendwie hochbekommen eigentlich. Und den Enigma.
Ich habe mal den Nick mal Level 2 gespawnt, was auch cool ist. Das könnte ich voll forcen, eigentlich den Nick mal auf 2 zu ziehen. Du bist One Versus, nein. Ey, der Battlebear hat auch 10.000 Damage gemacht. Axe grows stronger. Damnation rises. Tja, das war jetzt nicht so befriedigend, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ja. War relativ wenig, ne? Ja. War halt ein Doom, was ich gezogen habe gerade, mit dem ganzen, was ich runtergerollt habe. Oh oh. Dass ich ein Ding habe, ey. Den Chen. Hab ich Doom Road? Alaba, nicht ehrlich, Chille? Das wäre ärgerlich. Dann brauche ich mich auch nicht beschweren, wenn ich Doom Road. Safe? Ich habe echt auf das Leuchten geachtet. Nee, Spaß, Alter! Ja, irgendwann hat der Spaß auch auf, wenn ich ehrlich bin, ne? Das wäre hart gewesen. Wir machen uns mal ein bisschen. Den Doom vor seinen Shadow hinstellen. Wo steht mein Shadow Fiend? Links. Er hat eh nach hinten gestellt, okay. So stirbt aber jetzt mein Enigma schnell. Dann spawnt mein Shen Enigma. Level 2. Sie mussten jedes Mal der scheiß Venomancer sein. Hat es der Rubik der Venomancer einen auf Venomancer macht, oder? Ne, er hat einen Venomancer 3. Ach, hat er gespawnt. Ach, er hat ihn einfach auf dem Feld. Okay, das hat nicht gut genug funktioniert. Patrick dachte, er wäre auch blind. Aber er hat nichts geschrieben, so. Ich habe auch nichts gesehen. Erst, wo er wusste, dass halt nichts kam. Aber bitte das noch nicht jetzt halbieren. Okay. So, das müsste doch gut funktionieren. Enigma schnelle Ult mit dem Dagen zusammen ist Enigma eh stark. Aber natürlich klaut trotzdem Lion seine Ult. Warum klaut Lion jedes Mal seine Ult? Ich habe doch echt ein Ding da vorgestellt. Okay, das kann man mal raus. Mann, er hat aber Ding gespawnt, da den Venomancer danach. Ja, aber es sieht besser aus, weil der Doom sofort den Shadowfin geultet hat. Dann ja. Ist der Damage weg. Oh, jetzt hat das Scanner aber ulten. Auf seinem Feld ist wichtig, dass ich ihm gut Schaden mache. Aber gut, wird Digga halbiert nachher, deswegen kriegst du nicht mehr so viel Schaden jetzt. Hatte 6 Warlocks inzwischen. Ja. Ah, er spielt. Achso, er hat ein bisschen Dinger gestellt. Ich 140, ne? Ja, ich wollte trotzdem schon mal ein bisschen. Ah, ich. Die Aufstellung müsste eigentlich. Am beiden Doom soll ich ein bisschen safer stellen, vielleicht. Sonst ist, glaube ich, das Team eh übermächtig, gerade mit dem Ding dazu.
habe das Gefühl, diese auf die Bank stellen bringt nicht so viel. Kannst du jetzt noch machen? A wolf in man's clothing. Was hast du gezogen in der Chess? Ja, Sacred Relic am ehesten. Aber ich kann es halt nur Dings erstmal geben, weil ich kann nicht zweimal runternehmen. Du kannst BKB geben, ja. Ups. Thanks. Ich versuche jetzt mal gegen den Menno was auszurichten hier. Vorne wenigstens weg, weil der Asiat wieder Misa geschrieben, kill wenn du first. Ich hab das so gut war. Der Shadowfiend ist halt das Böse bei ihm. Ja. Mann, jetzt braucht er noch so viel gegen leider. Ja, du verlierst das jetzt leider. Ich überlege gerade, ob du vielleicht noch so viel killen könnte, dass ich halt. Das können auch so viel wegmachen. Wo ist noch, hat er noch gespawnt Zeug? Was noch gespawnt? Der killt sich stärker auf den einen, der zu viel Leben hat. Hä? Hey, kann man nochmal die Wolf-Ulti? Ja, ich hab auf jeden Fall. Ah, ich hab sogar. Also, die Zeit ist vorbei. Zum Glück. Damnation rises! Komm, ich brauch die nicht mal ult, ich brauch die nicht mal ult. Okay, die Enigma ist raus auf Venom, war hinten leider, ey. Ich hab nochmal Enigma gespawnt auf seinem Feld. Egal, dein Shadowfiend ist tot. Ja, auf seinem Feld ist es halt genau das Gegenteil. Mein Doom passiert gerade voll hart. Wo kommt der Schaden gegen meinen Doom her? Sind es die Level 2er Dinger, die so fett Schaden machen? Die Level 3er, ja. Aber wie viel Damage machen die denn? Das ist ja voll OP. Alter, der hat nicht mehr auf der Ulten, der Rubik. Sein Schiff. Jetzt bin ich aber in so einem Modus, wo ich glaube, die den Doom nicht mehr down bekommen, wenigstens. Wieder unentschieden. Dass ich diesen Doom nicht hochziehe, das macht mich so traurig. Denkst du, dass es so besser ist? Weil so spawnt der Enno wie so ein Idiot. Ich muss irgendwas versuchen. Ich gewinne ja auf meinem Feld nicht. Und irgendwann ist es so oft unentschieden, bis ich halt ein Dings. Ich versuche so einen Doom hier direkt mal in meinem Shadow von Doom Keller zu pushen. Mein Doom kann von hinten ist echt gut aufräumen. Auf meinem Feld sieht es sehr gut aus. Oh gut, ich muss halt erstmal noch den Venno platt machen da jetzt. Boah, der Venno hat mal weggeblinkt in die andere Ecke. Krass, wie sieht es immer auf dem Feld, auf jedem Feld anders aus. Diesmal gewinne ich aber easy auf meinem Feld dafür. Ja, es ist so ein Battle. Oh Mann. Nein, es hat geleuchtet, da müssen wir liken. Ist das ätzend. Er hat jetzt Enigma gezogen, 36er Warlocks. Nochmal.
glaube, der ändert die Position von Shadowfiend, ja. Ah, da kann ich ja nicht schnell genug reagieren. Na gut, aber gegen Beastmaster ist auch gar nicht mal so schlecht. Beastmaster ist mal ein anderer Damage-Dealer zumindest. Guck mal, was Beastmaster für einen Schaden macht. Oh, er hat den Falschen getoomt. Bei mir hat er den richtigen auf meinem Feld. Ja, bei ihm hat er wieder den Falschen getoomt, warum auch immer. Wenn Shadowfiend halt nicht gedoomt wird und nicht stirbt, ist halt schwierig. Bei ihm ist schon wieder genau andersrum, Alter. Oh Mann. Jetzt habe ich immerhin die Chance, den Doom noch hochzuziehen, das wäre noch ganz witzig. Es ist halt irgendwie so random. Jetzt nur noch 45. Hätte ich gewusst, dass ich so unwahrscheinlich einen Doom ziehe, hätte ich einfach noch irgendwann lieber dann hier Dings gemacht. Gewinne ich gegen den Easy eigentlich oder muss ich verteilen? Ach man, ich bin jetzt unsicher, ob ich das gewinne. Da hätte ich lieber, auf Level 10 gegangen. Kannst du gerade runternehmen? Wie runternehmen? Ja, hätte ich machen können. Aber jetzt scheiße, wenn hättest du das oder dann noch auf den Doom machen können. Stimmt, hab ich jetzt nicht mehr dran gedacht, leider. Toll. Ich hab mal vorher was gesagt. Der Nigma ist auch wichtig. Nee, lol. Was hast du drinne? Das hier. Könntest du da losmachen. Aber müsstest du doppelt runternehmen. Okay, also kann nee, du könntest BKB runternehmen. Delalus draus machen. Oh Gott, das wird jetzt Zeitstress, aber. Thanks. Ich hoffe, dass er schnell holte, gerade noch ein bisschen auch. Ich habe es auf sie auch schon gar nicht achten können. Ich meine, es ist immerhin verteilt, ist auch kein Fehler. Ich wurde noch gar nicht geultet, ne? Jetzt erst spät. Tja, er schafft es halt jetzt ohne BKB auch nicht, glaube ich, zu überleben. Ach, ich weiß, ob es Delos worth it war, die Runde. Ah gut, der hat doppelt gedoomt. Hat er GG geschrieben. Ja, aber ich dachte, ja. Wobei, er stirbt halt nicht. Guck dir die Crits an, die sind schon wichtig, sonst macht er keinen Schaden gegen den. Ja gut, aber... Ja, sonst wäre er nicht gestorben, aber so stirbt er gerade auch nicht. Hielt sich auch gut hoch. Dieser Doom die ganze Zeit. Mann. Er will aber auch nicht. Er will nicht auf 3 die Runde. Er will's einfach nicht. Ups. Ich hoffe, dass mein Doom zu seinem Ding hinläuft, zu seinem Shadow Fiend. Sollte er. Wo ist Tumulte? Oh, der Enigma wurde geultet. Aber ich kill seinen Shadow Fiend zumindest nicht early weg mit meinem Doom. Wobei er hielt sich auch halt krass gegen. Ach du Scheiße. So viel schaffst Doom nicht. Ich schaff Doom. Doom! Sein Mann hat dann auch gestänzt. Ach du Scheiße. Ah, das war trotzdem eine krasse Runde. Schade, dass er nicht Richtung 3 gegangen ist. Richtung 3 wäre noch interessant gewesen. Alter, war es ein Battle am Schluss. Auf seinem Feld hat er das Ride sogar geschafft. Ich weiß es gar nicht. Aber beide Teile hat er nicht geschafft, das alles zu killen. Huiuiui. Alter, was das eine Runde war.